Zurück, ja, weiter zurück. Ja. Du behindertes Miststück! So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zombie Army Trilogie. Mit am Start ist der Dennis. Hi. Hi Lukas, erneut. Du Hund, ich wollte eben den Zombie holen. Tja, das sind meine 30 Punkte. Jetzt bin ich raus. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es ist die nächste Folge, das Labyrinth. Wie heißt die Kacke? Ach, Labyrinth des Todes. genau, danke. Du hast mich jetzt voll rausgebracht mit deinem blöden Zombie da, ne? Oh Mann. Sehr schön. Ist dir auf jeden Fall gelungen. Ja, also, wie gesagt, wir begeben uns wieder in eine Zombie-Apokalypse. Dieses Mal sind wir unterirdisch. Ja, wir sind bei der letzten Folge ja in der Kirche gewesen und haben dort einen Geheimgang gefunden unter dem Altar. Ja, und dem sind wir jetzt einfach mal gefolgt. Ja, und wieder sind wir. Geier ich dem Lukas die Punkte. Ja, mal wieder. Mann, du bringst mich hier so raus, das ist Kacke. Ja. Auf jeden Fall, ich mach's kurz. Wir sind jetzt unten in den Kanälen und finden hier ein riesiges Bauwerk der deutschen Nazis. So, ich müsste mal gucken hier. Irgendwo ist schon die erste Flasche. Ja, ich muss mal ganz kurz hier. Ja. Und zwar schießt du mal kurz so hin. Erstmal kümmern wir uns mal um die Dicken hier. Ja, auf jeden Fall, das ganze Gesippe hier muss mal hier erledigt werden, ne? Oh, ich vereime. Na, zum Glück nehme ich Den auf, habe ich mir weißt du, gegönnt. dann sehen die Leute das nicht, wie du veraimst. Sondern sie sehen, wie ich veraime. Hehe. Viel schlimmer. Och nein, so schlimm ist das nicht. Also wenn ich die Punkte vergleiche, war ich in der letzten Runde besser wie du. Ja, aber Ja, auch nur besser weil als du dem du, so Mann rum. eine 40er Säge gegönnt hast. Ja, wer kann, der kann. Ich bin ja dann auch nochmal ordentlich wieder rangekommen. Ja, das stimmt. So, magst du uns verraten, wo die nächste Flasche ist? Nee. Oh, das ist übrigens der Onkel Adi, der hier zu uns spricht. Onkel Adi. Kleiner Rechtsradikaler hier. Erstmal holen wir uns aber den ersten Goldspar. Jo. Nimm da. Such ihn, geh die Treppe nach oben. Ja, Moment, ich muss mich erstmal hier durchkämpfen. Ding Dong. Wow! Mann, mach mal eine Vorankündigung. Mann, wir haben nachts. Ich hab Ding Dong gesagt. Ja, aber das Ding Dong kam, wo die ganze Kacke in die Luft geflogen ist. Das ist doch von vorher. Nein, war's nicht. Oh, ich hab grad mit Hilfsplätze erschossen. Och Mann, jetzt kommt ihr noch von hinten, weißt du? Von hinten hab ich schon am liebsten. Ja. Wow. Och Mann, der war doch Das. getroffen. So. Ja. Wo waren jetzt die erste Ja. Goldbarren? Folge mich. Ich Folge sei mich. es lieben. Aber kümmere dich auch schon, Dieter. Och Gott. Da kommt mit der Schippe um die Ecke. Mensch, was willst du ausgraben? Da kommt da her, Luca.
Das sind böse Zombies. Ja, das war nicht so gut, dass ich hier reingegangen bin. Oh, das war nicht so gut. Da gab eine Gruppenkuschel mit dem Lüter. Ja, hier ist die reinste Gangbang-Party. Ja, das war jetzt früher. Das war jetzt nach meinem Geschmack. Weißt du, erst Ding-Dong und dann kam der Aufschlag. Nicht davor. Ding-Dong und dann zeitgleich... Guck mal, jetzt kommen wir hier runter und da liegt der Goldbarren. Ach hier, genau. Den? Also, dort ist der erste Goldbarren. Didi, Ding-Dong. Sauber, Lukas. So. Ganz toll gemacht. Da, vielen Dank. Wo ist mein Leckerli? Jetzt will ich auch einen Keks. So, warte mal. Was wollen die denn jetzt gerade von uns? Sie wollen, dass wir hier weitergehen. Und willst du die erste Goldflasche denn gleich auch mitnehmen? Ja. Ja, will ich. Na dann. Los. Folge mich. Folge mich? Bist du französisch? Ja, nein. Alt, wir müssen hier nochmal ins Feuer. Ich hab mich von der Etage geirrt. Willst du eine Slow-Mo haben? Natürlich, komm. Also für unsere Abonnenten bitte schon eine Slow-Mo reinmachen, oder? Was meinst du? So, dann zeige ich dir mal, du kommst mal ganz hier vor. Da siehst du direkt hier oben auf dem Stahlträger das Ding stehen. Ja. Und da kannst du jetzt noch so weit zurückgehen, bis du die Flasche siehst und da kriegst du vielleicht noch eine Slow-Mo raus. Das so wird weit jetzt, würde ich vielleicht nicht. Das wird jetzt ein aller Kenshi-Schuss. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Da ist Nebel. Genau, geh nochmal 3 Meter ran. Da ist Nebel, ich sehe die Kackflasche. Nee, stopp, ich muss mal hin. Stopp. Genau. Gut. Gut. Ich gucke jetzt als die Flasche an. Ich guck sie an. Konzentration. Ja, ja, Konzentration. Da ist die Flasche. Weiter zurück. Ja, weiter zurück. Ja, ja. Ah, du behindertes Miststück. Konzentration. Da ist er. Pow. Oh, stark. Weißt du, wie das stark ausgesehen hat? Ich war als in dem Zoom-Modus und dann auf einmal bricht alles in Flammen aus. Ey, Mann. Warum tust du mir das immer so an, weißt du? Na, dabei bin ich nur ein Amerikaner, der sich gegen Nazi-Zombies hier anlegen möchte. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann, warte mal. Kommt das Glück von ganz allein. Roberto Blanco. Si, si. Och, hier ist ein LMG. Das ist nach meinem Geschmack. Ja, jetzt brauchst du noch Zombies. So, Lukas, jetzt habe ich mich verlaufen. Oh, Mann. Nichts kann man dich hier. Ich hab's. Oder mal Zeit, Mensch. Sorry, ich muss mir den nächsten Streich für dich ausdenken. Den nächsten Streich. Ich gebe dir den nächsten Streich. So. Magst du dich da alleine drum kümmern oder soll ich dir ein bisschen helfen? Och, ich nehme jetzt LMG. No, den treffe ich nicht. Stark. Oh, das ist aber ein Kämpfer gewesen hier. Der steht ja nochmal auf. So, jetzt aber. Der steht nochmal auf. Sag mal. Der ist aber ein zäher Bursche. Der steht nochmal auf. Hallo! Du musst den zweimal treten, Lukas. Zweimal! Was hat damals Hitler gesagt? Sei so schnell wie ein Windhund und so stark wie Gruppstahl. Das war er definitiv. Tja. So, jetzt hocke ich hier am LMG, weil ich der Meinung bin, dass hier gleich eine Horde kommt und es kommt nichts. Oh, Onkel Adi spricht zu uns. Der Schlund der Hölle wird sich öffnen. Komme da, was wolle. Hat der Synchronsprecher Asthma oder so? Also das ist ja mal voll verkackt.
Also, nö, also die Synchronstimme, die gefällt mir gar nicht. Oh. Ah, Da ich glaube, fällt das mir. war gar nicht Onkel Adi. Nein. Da fehlt mir das gewisse Etwas in der Stimme. Ne, das war auch nicht Onkel Adi, habe ich festgestellt. Das war Nicht. jemand, der scheinbar entweder unter Onkel Adi gearbeitet hat oder gegen ihn. Oh, da Oh hat er das oh. Licht angemacht. Reinrotzen. Na, dann halt mal drauf. Ich hab ein LMG und das treff ich hier und dann schieß ich rein. Ganz nach fein und rauf und runter geht das Gewehr hier und dort. Ihr kriegt es alle ab. Die Hoch ersten sind schon und wieder angekommen. runter. Jetzt habe ich mal eben. Nehmen wir Bremsluke. Wie neben mir brennt's? Was machst du denn mit dir? Hallo, ich bin Das war der am eigentlich da. Geschütz. Du hast nur eine Damit verfickte habe ich nicht. Aufgabe. Eine verfickte Aufgabe. Das ist Die mich kommen zu aber jetzt auch von beschützen. der Seite, Lukas. Die kommen auch von der Ja, Seite. dann Ich kann hol die nicht doch mal überall weg. sein. Ich mach die doch von vorne. Du hast eine verfickte Aufgabe und das ist mich zu beschützen. Und nichts kriegt er gerissen. Du bist so ein. Oh. Da holt man dich ins Boot Was bin und ich? dann verkackst es. Hier. Mensch, du hast eine Aufgabe. Eine Aufgabe. Kriegst du die nicht mal geschissen? Nö, schon wieder. Hallo. Mann, Dennis, konzentrier dich. Das sind Soldaten. Du machst das Hallo. super. Schon wieder. Ey, auf dich ist kein Verlass. Jetzt mal ohne Scheiß. Da leg doch Hier. da einfach mal eine Mine hin, Mensch. Nö, jetzt brenne ich ja schon wieder halber. Ich hab gar keine Minen. Warum brenne ich denn? Was Wieso ist denn hier? hast du keine Minen? Ich habe zwei. Ja, weil ich keine Minen mitgenommen habe. Ich habe auch keine mitgenommen, die habe ich gefunden. Das ist schön, dass du welche gefunden hast. Ich habe keine gefunden. So, wenn es jetzt rechts neben dir, links neben dir knallt, dann war auch eine Mine. Ah, danke. Immerhin, weißt du, selbst die Mine beschützt mich besser wie du. Als du, sorry. Um es grammatikalisch wieder richtig zu machen. Bevor du wieder um die Ecke kommst. Guck mal. Seitdem diese Mine da ist, wurde ich nicht einmal getroffen. Merkst du was? Du bist Soll ich noch mal überflüssig. eine hinlegen? Du bist überflüssig. So. Das war eine recht easy Passage, muss ich sagen. So. Ich war ja auch Stark. am LMG, nicht du. Trotzdem hast du keine Punkte gemacht, oder? Sehr wenig. Ja, die Punkte waren auch nicht so viele irgendwie. Das war ein bisschen kurios. Ich hab irgendwie immer nur. Ja, das Problem war halt gewesen, du triffst, verschießt. Dadurch hast du halt immer nur die 1er-Kombo, weißt du? Dadurch bekommst du nicht viele Punkte. Ist ja richtig Kombinator. Ja! Och man, leckt mich am Arsch. Diese Zombies hier schon wieder. Ah, Skelette, I'm sorry. Das sind aber Skelette, Lukas. Ich hab mich doch schon berichtigt, Mensch. Bis du mich wieder hier korrigierst, habe ich mich schon längst selbst korrigiert. Kleiner Klugscheißer. Wer macht die Musik? Schade, ich dachte, das ist das Fass, das hier ein bisschen wackelt. Auf, komm, wir gehen mal Das rein in die Tür. Fass ist in mir. Wie, das Fass ist in dir? Seit wann passt denn sowas Dickes in dich rein? Tja. Was weiß ich noch nicht über dich? Oh, Tellamin. Guck mal hier, den ganz viele Teller. Ach nee, das sind Trommelmagazine. Sorry, sorry. Ja, ich nehme jetzt mal. Eigentlich wollte ich die Dings schon wieder mitnehmen. Hey, wo ist denn meine Flinte schon wieder hin? Hast du deine Flinte wieder weggelegt? Ja, ich habe die Flinte ins Korn geschmissen. Also. Alles verlierst du. Das geht alles ins Geld. Ja, wir haben auch echt viel Geldmangel. Ah, die MP44 will ich So, nicht. kann es weitergehen oder ich mache jetzt erst noch Nein, ich brauche doch noch Munition. Wobei, nee, sieht gut aus. auf. Ich brauche keine Munition. Ich dreht sie alle nieder. Wow! Das war eine Rakete. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Alter,
Jetzt haben wir hier schon Suicide-Nazi-Zombies oder was? Was kommt als nächstes? So, ist hier etwa ein Goldbaum? Lukas, ist hier ein Goldbaum? Ja, hau mal raus. Naja, wo bin ich denn? Ich weiß es nicht. Dann zumindest dort, wo ich nicht bin. Aber hier ist der Goldbarren. Tada! Stark, Lukas. Wir werden reich. Hervorragend. Das war der zweite Goldbarren. Ja, wir werden reich. Wir sind hier Rich Kids. Ich würde sagen, hier Arbeit kündigen und dann ab geht's. Goldbarren ausgeben. Hast du den Kurs gerade im Kopf? Was habe ich im Kopf? Oh, dann sag mal an. Was habe ich denn im Kopf? Ob du den Kurs im Kopf hast dazu? Nö. Nö, warum sollte ich den Kurs wissen? Ich dachte, du weißt den. Oh, ist das die Nationalhymne? Das ist die Nationalhymne. Was? Das war die Nationalhymne. Ich hab dich eben nicht verstanden. Ja. Ich war eben gerade so konzentriert. Man hat die Nationalhymne gerade gehört. Echt? Ja. Ging an mir voll vorbei. Ich war. Weil ich gerade eben irgendwie. Keine Ahnung, ich wollte eine Granate werfen. Aber hab irgendwie eine Mine platziert und wundere mich, warum da nichts geflogen kommt, weißt du? Und das war ich ein bisschen. War ich ein bisschen abseits eben. Will man einfach eine Granate werfen und legt einfach eine Mine von sich hin? Ja, aber es war halt diese Stolpermine, weißt du? Und ich denk mir, als du denkst so, warum kommt da nichts? Warum passiert da nichts? So wie jetzt. Ich will eine Granate werfen. So, guck. Bumm. Guck, das ist eine Ansage. Nicht so, was du da immer machst. Oh, da kommen aber viele. Da wieder kommen viele. Von der Seite vor allem. Die kommen von vorne. Oh, von vorne kommen auch einige, ja. Oh, oh. Wo ging die denn hin? Ich weiß es nicht, die ging voll an die Decke. Ding dong! Das war wiederum schön, weißt du, da hast du schön vorab Bescheid gesagt. So wünsche ich mir das. Egal, ob du hier bist oder nicht. Ich wünsche mir ein Ding-Dong. Ding-Dong. Ja, wo ist jetzt die Granate? Das war jetzt verkackt. Der nächste. Latsch, 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 latsch. Hat er das Licht angelassen? Ja, mach's mal aus. Alles Batterie. Ja, mach mal aus, die Kacke da. Und da steht einer auf hinter uns. Wie? Ach da. Hast du dich im Schatten gesehen? Du achtest nicht auf die Feinheiten, Lukas. Nein, ich achte nur auf das Grobe. Ich bin für das Grobe da, weißt du? Für vorne. Ich dachte, das Grobe mache ich mit meinen Granaten. Mm-mm. Das mach ich. Den Spaß, den nimmst du mir. Wow! Hallo! Lull! Das war aber einer, der hat's aber eilig gehabt. Ich glaube, der musste aufs Klo, ne? Kann das sein? Oder der wollte dich hauen. So, aus dem Weg, ich muss kacken! Doch, wir müssen hier raus. Ich hab auch so das Gefühl, weil wenn die uns jetzt hier einkesseln, wird kacke. Hab ich eben ernsthaft meine Kombi ver... Nee, doch nicht. Ich dachte schon gerade eben, die hätten meine Kombi versaut, die Zombies. Oh, der ging in den Hinter. Oh.
Respekt. Kopfschuss. Boom. Ha. Nein, weil du mir ins Bild gelatscht bist. Ich bin dir gar nicht ins Bild gelatscht. Doch, das war eine 23er. Ach Quatsch. Selbst Pinocchio konnte besser lügen wie du. Als du. I'm sorry. Jawohl. Jo. Die machen aber eine Party hier. Jo. Ich habe eben zweimal blind in den Nebel geschossen und zweimal einen Kill gemacht. Nicht schlecht. Aha. Achtung. Ja, da. Die kommen bloß raus und wollen dich ein bisschen verarschen. Ja, verarschen. Kann ich mich auch alleine. Dafür brauche ich keine Selbstmörder. So. Och, Mann. Boom. Boom. Die Kollegen. Boom. Sag mal, Knochen, die müssen doch eigentlich längst verbrennen. Also, das Spiel ist so unrealistisch. Jetzt mal ohne Scheiß. Weißt du, Zombies? Okay. Aber... Skelette, die durchs Feuer rennen und nicht kaputt gehen. Willst du mich verarschen? Ich bin verbrannt. GG. Irgendwie hatte ich gerade leichte Tonschwierigkeiten. Ich hätte dich zurücklassen sollen. Ach, guck mal, unser zweiter Bunker. Du weißt, was das heißt, oder? Ein zweiter Bunker? Ja, ich weiß, was das heißt. Das heißt natürlich, das heißt für euch, das Dummgelabere hat endlich ein Ende. Ihr habt es geschafft. Wir sind am Ende dieses Videos und wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zusehen. Ja, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Kommi ist nie schlecht. Und Dennis, haben wir noch was vergessen? Abonnieren würde ich sagen. Abonnieren ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Also, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.